Produkte, die fertig hier rumliegen, die niemals rauskommen werden von Dingen. Und einfach, weil ich das Gefühl habe, dass mir sonst die Möglichkeit genommen wird, für mich selbst zu sprechen. Ich habe Angst, dass jemand Ah, ich verstehe, anderes okay. für mich spricht und Sachen exposed. Deswegen expose ich es. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, ich bin heute nicht alleine. Ich habe nämlich hohen Besuch da. Özlem vom Kanal El. Wie spricht man es aus? Elan Ist heute mit dabei und wir haben juicy Fragen von euch bekommen, die wir uns gegenseitig stellen werden, während wir uns fertig machen mit Produkten, die du teilweise noch nicht kennst, so ein bisschen First Impression und mit spannenden Fragen. Also es wird heute auf jeden Fall wild. Wir haben bereits ein anderes Video auf ihrem Kanal gemacht. Das ist soeben online gegangen, also schaut da unbedingt nachher vorbei. Lasst ihr ein Abo da, lasst ihr ein bisschen Liebe da. Es war nämlich super, super lustig. Ihr kennt mich, Freunde. Ich bin nicht die größte Maus im Schminken und ich habe sie geschminkt. Wie das geworden ist, werdet ihr sehen. Schaut auf jeden Fall vorbei. Und wir starten jetzt hier mit spannenden Fragen. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich selbstverständlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und falls euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben gebt. Ihr kennt das Spiel. Wir fangen an. Let's go. Ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Vielleicht wäre es auch erwähnenswert zu sagen, wir schminken unseren Ja. Lieblingslook im Alltag. Nicht, dass sie denken, hier wird jetzt irgendwas fancy, verrücktes. Nein. Unser Wir Lieblingslook. wollen danach vielleicht noch vor die Tür gehen und haben gedacht, wir schminken dieses Video so ein bisschen als zweites. Dass wir einfach so ein bisschen, weil ich glaube, unsere Make-up-Techniken sind auch komplett anders. Ja. Wir benutzen andere Produkte und wir können so ein bisschen uns gegenseitig unterstützen. Und ich finde sowas immer super spannend, von anderen Leuten zu hören, wie sie ihr Make-up machen. Auf geht's. Es wird wild, Freunde, verzeiht uns bitte, wenn wir parallel 20 Dinge gleichzeitig machen, weil Schminken und Reden und Fragen vorlesen wird bunt. Ich mische mir erstmal meine Foundation an. Apropos Foundation, ihr habt meine Mischplatte mit Sicherheit schon gesehen. Könnt ihr gerne einmal unten in der Infobox schauen. Es sind, glaube ich, noch, je nachdem, wann das Video online geht, ein paar online. Verlinke ich euch. Während du mischst, Ja. fange ich an mit der ersten Frage, weil es wurde meiner Community wurde gefragt, was sie von dir wissen wollen und umgekehrt. Wie haben deine Eltern reagiert, als sie dich zum ersten Mal geschminkt gesehen haben? Die Frage bekomme ich recht oft tatsächlich, aber ich glaube, das war so ein schleichender Prozess. Also ich habe ja nicht sofort mit Full Face Foundation angefangen, sondern wirklich erst nur so ein bisschen Concealer. Also kennt ihr noch den Concealer, diesen Stick Concealer Clairasil? Genau so einer war das und das war okay. Und als es dann ein bisschen mehr wurde, war es dann natürlich auch ein bisschen spannender für meine Familie. Aber nie schlimm. Also ich habe nie Drama gehabt deswegen. Also es ergänzt sich ein bisschen mit der Frage, waren deine Eltern dagegen, dass du dich halt schminkst? So. Nein, also meine Mutter ist eh die supportivste Maus auf der ganzen Welt. Die hat das am Anfang nicht so verstanden, warum ich das auch noch ins Internet stelle. Völlig in Ordnung gewesen. Ja, moin, ich habe von Nervosität die falsche Reihenfolge gemacht. Ich mache eigentlich immer Primer zuerst, aber okay, wir holen Was das nach. benutzt du für einen Primer? Decay All-Nighter. Ist es der Glowy? Nee, Ja, der ne? normale, Okay, genau, der matte. Die haben normale. ja noch einen matten, also der Glowy, ja. Benutzt du jeden Tag Primer? Also immer, wenn ich mich schminke, ja. Krass. Also ich bin. Ihr kennt mich ja mittlerweile, ne? Ich bin nicht so die Primer-Maus mehr. Ich finde, ich benutze meistens eigentlich nur Pflege, die habe ich ja schon vor einer Weile auf die Haut eingearbeitet. Ich fange mal mit der nächsten Frage an, für dich. Oh, die fand ich so süß, als die Frage gestellt wurde. Weil, also ich muss dazu sagen, ich finde es immer süß, wenn du von Schatzi redest. So, und hier ist eine Frage: Woran hast du erkannt, dass Schatzi deine große Liebe ist? Naja, er hat ein Jahr drum gekämpft, dass ich, also das macht schon was aus in der heutigen Zeit. Er hat Ja. sich echt Mühe gegeben. Das war schon mal beeindruckend und der hat mich akzeptiert, wie ich bin, mit Seiten, die ich selber gar nicht kennenlernen will an mir, die so kacke sind, dass ich sie gar nicht ertrage und trotzdem liebt und akzeptiert er mich so. Und Süß. er kann mich immer zum Lachen bringen. Also egal, welche Lebenssituation ich hatte, er schafft es, dass ich lache und das ist so ein schönes Geschenk. Das ist vor allem auch super viel wert, ne? Ja. Ich hätte so tatsächlich eine ähnliche Frage gestellt, weil man kriegt immer nur natürlich ein paar Seiten auf Social Media mit, aber ich finde auch, wenn du von Schatzi redest, dann strahlst du immer. Ja, ich weiß, ich Ne? krieg's nicht verborgen. Das ist total süß. Und das finde ich immer eine ganz, ganz tolle Sache. Das ist, wobei er teilweise kriegt er negative Kommentare, was ich immer sehr schade Weil er finde. dein Schatzi ist? Weil er ist so die muffelige Stimme aus dem Hintergrund und er Echt? ärgert mich immer.
ich mache zum Beispiel eine Story, ja, will doch eh jetzt keiner wissen, was redest du schon wieder, blablabla. Und man denkt, er ist so ein Muffeltyp, aber er ärgert gern, so zeigt er seine Liebe. Ist doch süß. Ja, aber wenn manchmal nervig, aber lieber nervt er mich, als dass er mich nicht ärgert. Manchmal vermisse ich das sogar. Na? Jetzt, wie ist es, so lange von ihm getrennt zu sein hier in Berlin? Oh, schlimm. Ich versuche gar nicht an ihn und unseren Hund zu denken, weil das ganz toll. Also ich bin ja ein Riesenbaby, ich habe sogar mein Kuscheltier mit. Ich reiß dich ohne Kuscheltier. Und ich versuche nicht an sie zu denken, weil wir haben auch wenig, wir haben nur einmal telefoniert, ab und zu schreiben wir ganz wenig, weil sonst schaffe ich das nicht. Ich wollte sogar mit Rodi FaceTime. Ich war kurz davor, ich habe Schatzi so einen Text geschrieben, nachdem ich meiner Freundin vom Hund erzählt habe. Ich sag ihm, wie sehr ich ihn liebe, schick ihm das Foto. Und er so, nein, danke. Ich habe ja schon oft erzählt, dass wir bald was gemeinsam drehen wollen. Und da kamen super viele Nachrichten von Leuten aus meiner Community, dass sie dich halt so krass finden, wie du so on point bist mit dem, was du sagst. Ne? Und dann, wenn man diesen Vergleich hat mit Schatzi und Rodi und du vermisst sie so, das ist dieser Sprung, der ist so krass. Und das finde ich auch so beeindruckend, dass du halt nicht nur Özlem bist, sondern auch Özlem. Ne? Kleiner Gangster im Herzen, aber doch eine süße Maus doch. Voll. Und das musst du auch erstmal finden. Und ich glaube, wir hatten vorhin darüber schon so ein bisschen geredet. Ich glaube, dass das auch ihre Zukunft ist, dass sie, weil sie halt so ist, wie sie ist, und nicht so dieses weichgewaschene Instagram, alles beige, alles creme. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Und ich merke das oft, kriege ich von Zuschauern, wenn ich so ein bisschen lese oder auch unter Kommentaren von anderen Leuten lese, dass sie dieses weichgespülte alles nicht mehr mögen. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen, dich zu schminken? Als ich noch jung war, so 14, 15, bin ich so ein bisschen in die Model-Richtung gekommen. Du hast aber auch ein Gesicht, da wurdest du auch echt krass gesegnet, Mann. Das war damals, damals war ich halt noch so unverbraucht, sah ich aus, so jung und... Du siehst aus wie ein Engel. Ja, naja, aber so mit 14 sieht man halt nochmal anders aus als mit 25, ne? Und da wurde ich, das erste Mal war ich bei Australia's Next Topmodel mit dabei und wurde da geschminkt von Tali. Ah, krass, okay. Und Tali war so die erste Person, die mein Make-up gemacht hat damals. Ich glaube, sie kann sich daran gar nicht mehr erinnern, weil ich einfach auch damals ganz, ganz anders aussah. Und so kam ich ran. Dann halt immer mal so ein bisschen Concealer und ein bisschen hier, ein bisschen da. Aber so 14 war so der erste Schritt. Was ich gerne mache, ist, ich gehe mit dem Spray jetzt schon einmal rüber. Echt? Obwohl du noch gar nicht Puder und so drauf hast? Das hier, dieses Perfect Fix von Dior. Das riecht wie ein Parfüm und das wird dann alles so ein bisschen... Siehst du die Dollarzeichen, die du gerade auf dein Gesicht hast? Ja, das waren bestimmt 4 Euro gerade. Sind weg. Review, toller Effekt. Nicht für das Geld, nehmt Olivenöl und macht es euch in der Flasche. Habt einen selben Effekt. Base habe ich schon so ein bisschen drauf gemacht. Ich frage mal was. Das ist auch ganz süß, das finde ich mal ganz spannend. Was ist dein Antrieb, um jeden Morgen weiterzumachen? Wie motivierst du dich? Für meinen Job oder für mein Leben? Ja, beides. Gibt es da einen Unterschied? Das Leben ist dramatisch. Ich habe ja so ein krasses Geschenk bekommen, dass ich Menschen berühren kann. Ich kann Menschen dazu bringen, Digga, die fühlen sich hammer scheiße und dann fangen die an zu lachen wegen einem Video von mir. Oder die haben schlechteres Selbstbewusstsein und sehen, oh, Özlem hat auch Zellulite, scheiß drauf, laufe ich so rum. Und das ist ein Geschenk, Menschen inspirieren zu können und sie irgendwie, ich bewege was in denen. Egal, ob sie lachen oder weinen, ich bewege was und das ist viel wert. Ja. Das ist viel wert. Und die motivieren mich genauso, also meine Follower manchmal. Ich habe Jogging-Challenges bei mir auf dem Kanal gemacht. Oh, ich bin unsportlich, ich fange an Sport zu machen. Die haben mitgezogen. Als ich aufgegeben habe, haben meine Follower weitergemacht. Manche von denen laufen jetzt eine Stunde am Stück, während ich wieder von vorne anfangen muss. Also man motiviert sich gegenseitig und... Also du bist auch so in der Community-Arbeit immer sehr eng mit deiner Community, ne? Also so kumpelmäßig schon. Genau, also das ist mir wichtig, dass sie... Ohne sie wäre das alles nicht möglich und ohne mich auch nicht. Und ich finde, die Community spiegelt auch immer den YouTuber wieder. Also wenn du eine asoziale, respektlose Community hast, sagt das irgendwas über dich aus. Absolut. So, und mir ist das schon wichtig, im Austausch mit denen zu sein. Und das läuft ganz gut. Also da und auch eine herzliche Gemeinschaft, die kommentieren untereinander, stellen sich Fragen und sowas. Und das ist super viel wert. Das finde ich bei mir tatsächlich auch gut, weil ich schaffst nicht immer, alle Kommentare zu lesen und zu beantworten. Und dann stellt jemand eine Frage in den Kommentaren und dann wird sie von jemand anderem beantwortet. Welches Produkt hat er benutzt? Was könnt ihr empfehlen für, weiß ich nicht, als Concealer oder so? Und dann schreiben 20 Leute unter einen Kommentar und helfen sich gegenseitig. Und ich finde, das ist was ganz Besonderes, dass ihr da auch so untereinander euch unterstützt. Weil das gibt's halt
Nicht oft, vor allem YouTube ist halt super schnelllebig geworden, finde ich. Wenn man sich dann die Zeit nimmt, auch anderen Leuten, die man nicht persönlich kennt, zu helfen, super. Also ich bin da auch noch ein bisschen auf dem alten YouTube kleben geblieben, was mir gar nicht so bewusst war, bis ich es zurückgemeldet bekommen habe. So einfache Tutorials, einfache Reviews, nicht immer das Neueste, nicht immer dies und das, sondern so wie YouTube angefangen hat. So, und das finde ich eigentlich auch ganz Ja, angenehm. wir hatten vorhin so ein bisschen über Inspiration gesprochen. Und da meinte ich auch so Tati, sondern dieses ganz klassische Review, Ja. nicht so laut, nicht so schrill, am besten noch dazu einschlafen können. Das ist, also wenn jemand das schreibt, dass jemand bei meinen Videos einschläft, denke ich, mega, hast du alles richtig gemacht. Ja, am Anfang dachte ich auch, als ich das erstmal gehört habe, so, ja, ich schlafe immer mit deinen Videos ein, so, Bro. Was Hä? los? Gib wenigstens Daumen nach oben, bevor du einschläfst, auch korrekt. Aber dann habe ich, ist doch was Schönes. Ja, finde ich nämlich auch. Was motiviert dich an deinem Job? Ich glaube, das ist so eine Kombi aus allem, auch eben das, was du gesagt hast, dieses, man ist nicht so alleine, man hat immer Leute um sich, digital irgendwie, ne? Wenn man eine Frage hat, man kriegt immer eine Antwort. Ich habe den geilsten Job auf der Welt. Ja. So, ich kann das machen, was mir Spaß macht. Das ist Schminken, das ist sich hinsetzen und dusselig über eine Foundation quatschen. Das ist so was Unnötiges in der Welt eigentlich, aber es gibt halt trotzdem so viel, ne? So dieses, man ist zusammen und wie viele Leute man. Guck mal, wir haben uns jetzt ja auch nur durch Make-up kennengelernt und man lernt neue Leute kennen, man hat Spaß miteinander, man erlebt ein paar Sachen und man hat auch einfach eine coole Community, die einem langfristig auch einfach vieles Gibt. gibt. Ja. Und du gibst ihnen ja auch was, ne? Du Genau. ersparst ihnen Fehlkäufe und hilfst ihnen irgendwo zu sparen und all solche Sachen. Und du gibst ihnen ein gutes Gefühl. Und das ist super. Genau, also das probiere ich auch immer irgendwie, dieses, ich bin so der schwule beste Kumpel, der dir die Tipps gibt, was du kaufen kannst und was du nicht kaufen kannst. So, ich bake einmal hier schnell. Du bist doch schon weit. Du bist schon bei den Ja. Augen. Ja, aber jetzt sind sie auch schon fast fertig. Okay, komm, pass auf. Ich habe hier noch. Dafür sieht man meine Augenringe noch, während deine verschwunden Ja, aber sind. ich habe auch gerade 7 Schichten Concealer draufgeklatscht und Puder. Komm hier, ich habe hier noch was. Wie gehst du mit Hatern um? Oh, manchmal freue ich mich, wenn die kommen, ne? Echt? Ja, ich kriege immer denselben Hate, dass ich asozial bin, dass ich männlich bin und dass ich mich nicht so gut schminken kann. Stimmt alles irgendwo, weil ich bin keine Make-up-Tussi, ich bin keine Super-Tussi und asozial bin ich halt ein bisschen, ne? So. Aber das geht auch meistens und ich freue mich dann manchmal. Und ich finde es super wichtig, dass du immer, was ich zu 90%, 95% kann, professionell auf Hate reagierst. Du kannst freundlich bleiben und neutral, egal was die Person sagt. Ich wurde schon aufs Übelste beleidigt mit, geh dich umbringen, du musst sterben und solche Ja. Sachen. Und ich bin freundlich geblieben. Ich finde, du musst doch nicht assi werden, weil der andere das ist. Und manchmal denke ich so, komm her, Bruder, ich zeig dir, wie es läuft. Das ist krass, ne? Dass Ja. man, also ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen tagesformabhängig, wie geht man mit Hate um? Aber man achtet Und natürlich viel mehr auf den Hate als aufs Positive. das finde ich, das ist das, was mir am meisten zu schaffen macht, Ja. weil zu 80% werden wir mit Liebe überschüttet. So, Ja. 90%. Und dann gibt es aber immer diesen einen Kommentar, den du dir merkst. Und das Ja. finde ich persönlich, da ärgere ich mich über mich selber, dass ich so ungerecht allen anderen gegenüber Ja. bin, dass ich das nicht wertzuschätzen weiß, wie viel Liebe man eigentlich bekommt. Und dann kommt eine Maus um die Ecke, die einen schlechten Tag hat und den dann an dir auslässt. Und damit Ja. habe ich ein riesengroßes Problem. Das finde ich auch immer recht schade, dass man da viel mehr drauf achtet. Aber es gab bisher sehr wenig Hate-Sachen, die mich getroffen haben. Am Anfang viel mehr, klar, da bist du frisch drinne. Und ich zeige ja wirklich mich, wie ich bin. Im Herzen so und Ja. mit allen Gedanken. Und wenn dann jemand so kommt, oh, wieso bist du so kindisch und hast ein Kuscheltier mit fast 30? Halt deine Schnauze, du bist doch nur neidisch, weil er so süß ist. Also weißt du, wie ich meine? Aber ich glaube, das ist das Problem, was viele Leute in der Öffentlichkeit haben, dass sie halt so viel Schlechtes gespiegelt bekommen über ihre wahre Person, dass sie die dann so ein bisschen verheimlichen. Es tut ja auch irgendwo mehr weh, wenn du dich absolut authentisch zeigst, wie du bist, und jemand sagt, oh, du bist hammerkomisch und was weiß ich, als wenn du was vorspielst. Wenn ich jetzt eine Rolle vorspielen würde und jeder sagt, die Rolle ist doof. Ja, genau. Und das ist das, was viele immer so ein bisschen, ja, die spielen dann diese Rolle und die ist dann halt einfach nicht so verletzlich. Hat aber auch Vorteile, ne? Also die es so machen, okay, manche können das ja, aber das hat für sie die Vorteile, sie trennen das voneinander und haben ihre Kunstfigur Ja, oder was auch ja. immer. Warum hast du dich entschieden, mit Özlem zu drehen? Hashtag Hübschlem, ist einer meiner Spitznamen, nur so nebenbei. Die habe ich auch bekommen, ganz auf Typ Schlemm. Und Hashtag Giacomo Army. Ja, tatsächlich bin ich so ein bisschen Fangirl gewesen.
Wirklich? Erzähl weiter, ich höre zu. Ja, doch, weil bin halt kein Fan von diesem 0815 Beauty-Content. Mhm. So, davon gibt es halt viele und auch in Deutschland nicht mehr so viele, aber so in Amerika, ne, das ist halt alles gleich. Und mein Content ist ja schon 0815 Beauty-Content, ne? Reviews, Tests, irgendwie sowas. Und ich selber möchte aber unterhalten werden, auf eine andere Art und Weise, wie ich Leute unterhalte. Mhm. Und tief in meinem Herzen fühle ich mich auch so ein bisschen, wie du dich zeigst, so ein bisschen ruppiger, ein bisschen, ne, du sagst halt, was du denkst, aber ich bin da selber so ein bisschen vorsichtig. Und dann kommt da jemand, geht in die Drogerie, das Ding ist scheiße, das Ding ist gut. Und das finde ich super cool, weil das so ehrlich ist und du dir halt nicht so viele Gedanken darüber machst, ah, ist das gut, ist das, kann was ich das so Filme, sagen, was denken die? Genau, und das gibt's halt eigentlich nicht mehr. Ja, wir haben vorhin schon so ein bisschen drüber geredet, auch dieses Bodenständige. Kann ich das erzählen mit der Bahn? Ja, ja, klar. Also, ich habe neulich ein Video von ihr gesehen, das ist schon eine Weile her, und da ist sie, ich weiß nicht, wo du hingefahren bist, ich glaube nach Berlin. Zur Talkshow war das. Genau, und da hat sie in ihrer Story erzählt, wie sie sich überlegt, ob sie mit der ersten Klasse fährt. Weil ist halt unnötig, aber ist halt auch irgendwie cool, sich das zu gönnen. Diese Freude in ihrem Gesicht, als sie das gemacht hat und dann mit ihrem Anzug und mit ihrer Stulle sich da in die erste Klasse gesetzt hat, das war so, diese Freude über, für viele ist es etwas Besonderes, für viele ist es was Einfaches. Diese Freude da in dem Gesicht zu sehen von dir, das war so süß, weil es so echte Freude war. Und das sieht man halt nicht mehr oft, weil bei jeder 0815-Influencerin, sie fliegt Economy, fliegt nur ihre Tasche. Und sonst ist es Business Class nach Dubai. Oh, ich habe mich gefühlt, als würde meinem Vater der Zug gehören. So saß ich da drin, so erste Klasse. Und wo siehst du das noch? Und da habe ich so ein bisschen, das hat mich auch so ein bisschen an mein Leben vor YouTube erinnert, so dieses, ich will mir das eigentlich gönnen, aber ich mach's trotzdem nicht, weil ist ja unnötig. Und das fand ich sehr, sehr authentisch. Ich sehe aus, als hätte ich mich geschlagen. Ich habe diese Rouge-Palette genutzt und habe natürlich gedacht, ja, mach ein bisschen hier, damit du rosig aussiehst. Jetzt sehe ich aus, als hätte ich Schläge gerade. Herzlich willkommen in Berlin. Was passiert? Hier ist eine Frage an dich. Was wärst du geworden, wenn du keine Influencerin geworden wärst? Boah, kritisch. Ich glaube, also was mich halt interessiert hat, war, ich wollte unbedingt studieren und Psychologie hat mich super interessiert. Also so Psychologiestudium, Germanistik hätte ich sehr, sehr gerne studiert. Dann fand ich Latein sehr interessant, aber Latein zu studieren, okay, was willst du daraus jetzt machen? Mit Stein reden. So Fotografie, also ich glaube auch safe irgendwas Selbstständiges in dem Bereich. Also ich glaube, für Psychologin hätte es nicht gereicht, soweit das ist halt mit Statistiken und dem ganzen Kram, aber irgendwas Kreatives, Selbstständiges. Also ist jetzt ganz gut so. Ich wollte früher immer Kochpilot werden. Was macht ein Kochpilot? Genau, gibt es gar nicht den Beruf. Ich wollte früher das Flugzeug starten als Pilot und dann nach hinten gehen, kochen, von hinten das Essen nach vorne bringen und dann mit dem Flugzeug wieder landen. Warum? Weiß ich nicht. Ich fand das, was gab es nicht. Ich wollte das Flugzeug zu einem besseren. Meine Mutter war Flugbegleiterin jahrelang und ich bin halt ganz, ganz viel immer mit ihr durch die Gegend geflogen. Ich leih mir den doch. Ja, ja. Und da wollte ich Kochpilot werden. Das ist eine interessante Frage. Hat er einen Tick, etwas, das er immer tun muss? Ja, zwei. Tick Nummer eins, Bett machen. Aber soll richtig gut sein. Ich habe das so oft gelesen. Mach dein Bett, dann hast du die erste Aufgabe vom Tag gestartet und startest richtig motiviert in den Tag. Das wurde mir irgendwann mal eingeprügelt. Man muss sich um 5 aufstehen und mein Bett machen und dann durfte ich mich wieder hinlegen. Und ich kann es nicht leiden, wenn wir Abend gegessen haben, die Teller sind leer, aber sie stehen noch. Also du musst sie abwaschen? Die müssen einfach aus dem Blick. Hauptsache, sie sind aus meinen Augen raus, weil ich kann das nicht leiden, wenn da so abgefressene Teller sind und die dann noch rumliegen und dann noch so ein Stück Wurst auf dem Teller klebt. Gleich weg, es muss gleich weg. Oder ich esse noch weiter. Ja, bis es jemand abholt. Auch so gesagt, die ist total bekloppt, weil das hat ja keinen logischen Grund, ne? Aber das so abgegessene Teller mag ich nicht. Aber es
wie machst du das mit deinem Partner? Weil wenn ihr jetzt zusammen schlaft und du stehst ja früher auf, wie willst du dann das Bett machen? Also das ist... Dann bleibt es liegen. Aber sobald er aufgestanden ist, mache ich das Bett. Ach, dann gehst du nochmal extra hin? Ja. Ja. Oder er macht es mittlerweile, wenn also. Guter Junge. Ja, er macht das, wenn er weiß das ja, dass ich das halt gerne mag, wenn das Bett frisch gemacht ist. Das ist auch ein anderes. Hab's auch früher nie verstanden, ne? Dass irgendwann hat es dann Klick gemacht und dann dachte ich mir, gut, ja, jetzt kann man mal das Bett machen. Jetzt bist du in einem Alter, da kann man das ruhig mal tun. Und seitdem jeden Tag, zack, aufstehen, Bett machen. Ohne welches Rossmann-Produkt könntest du nicht leben? Make-up oder Pflege? Egal. Kann auch Reinigungsmittel sein. Rossmann ist bei mir ein bisschen schwierig, aber... Also, Heisana, die haben einiges. Also. Maybelline Liquid Lipstick. Und dann Rival Loves Me hat auch einen sehr guten Liquid Lipstick, der auch sehr viel aushält. Preis-Leistung super. Also, wenn ihr Liquid Lipsticks Reviews braucht, sie ist die Richtige dafür. Sie weiß alles über Liquid Lipsticks. Jede Farbe kann sie euch eine Review geben. War neulich was im DM und hast zu jeder einzelnen Farbe sagen können, nee, der ist nicht so gut bei einem, auf Strap ist die Deckkraft nicht so gut, dafür ist die Farbe viel besser. Profi. Also du kannst mich nachts wecken und ich fragen, wo ist bei DM das Produkt und was hilft gegen diese Art von Pickeln? Ich kann dir das im Schlaf sagen. Ich wohne da gefühlt. Also ich bin von morgens, wo die Drogerie öffnet, dort bis abends, wo sie Feierabend machen. Also ich mit den Arbeitern den ganzen Tag, das glauben die Leute gar nicht so, natürlich. Ja, aber ich meine, das ist ja der Job. Ja. So, wir müssen ja wissen, was gibt's Neues in der Drogerie. Und das ist auch Spaß, aber es ist auch anstrengend. Wenn du 10, 12, 13 Stunden redest und deine Stimme hörst, das nervt. Also ich bin danach froh, mit niemandem mehr zu sprechen. Ja, ne, wenn man dann irgendwann raus ist, weil da sind ja auch noch andere Leute. Du hast ja nicht die ganze Filiale für dich. Ja. Also ich arbeite gerade an einem Projekt, wo ich dann halt eine ganze Filiale alleine habe, nur für einen Dreh. Oh, cool. Und das ist schon schwierig, weil das musst du ja vor Ladeneröffnung machen. Ja. Ja, und bei uns der Laden macht 7 auf. Mhm. Na? Und dann alle Leute, Kamerateams und so da haben, das ist wild. Jetzt bin ich wieder dran mit meiner Frage. Wer ist deine größte Inspiration im Make-up-Game? Tati. Echt? Also ich dachte, vielleicht kommt jetzt noch jemand zu. Nein, wirklich Tati, weil sie kann sich fantastisch schminken. Sie ist so von der Art, auch dieser Content, den sie macht, der ist so ruhig produktfokussiert. Und das habe ich mir früher, als ich mit YouTube angefangen habe, war sie immer meine Inspiration für YouTube-Videos. Und das habe ich mir total gerne angeschaut. Also Tati wirklich, man kann halten von ihr, was sie will, persönlich. Wir kennen sie persönlich alle selber nicht. Ne? Aber contentmäßig ist sie top dabei. Ich habe dieselbe Frage bekommen wahrscheinlich wie du, ob du einen Tick hast. Was musst du immer tun? Oh Gott, ich bestehe nur aus Ticks. Ich laufe am liebsten rechts, wenn ich mit jemandem laufe. Ich kann nicht schlafen, wenn die... Das ist eine Sache, die ich nicht verstehe. Das ist bei meinem Freund auch so. Ich muss immer rechts laufen. Und er muss immer links laufen. Ich glaube, bei mir ist es so ein Handtaschending. Meine Handtasche ist rechts, damit ich nicht gegen meinen Verlobten komme, wenn ich links laufen würde. So. Ja, okay, aber er trägt keine. Okay, was noch? Wenn ich mit jemandem essen gehe und die Person bestellt, ich weiß, ich möchte in dem Restaurant das und das essen, aber die Person bestellt etwas anderes, quält es mich, dass ich probieren muss, obwohl ich was... Weißt du, wie ich meine? Das ist ein richtiger Geier. Ich kann ein eigenes Buffet für mich haben und der andere nimmt so eine Pommes mit Ketchup. Ich denke so, wie schmecken die Pommes? Und mein Verlobter ist dann auch ganz schlimm. Er so, oh, das sind die leckersten Pommes, die ich je gegessen habe. Wow. Und aber gib mir keine. Einfach so, und um mir zu zeigen, Geier nicht so. Hier wurde gefragt, ob du dein Braut-Make-up schon geplant hast. Oh, ich glaube, das wird das, was ich jetzt gerade hier mache. Also ich glaube, da wird kein großes Tamtam sein. Hauptsache, es hält. Mein Verlobter findet das auch am schönsten an mir, wobei er ungeschminkt sogar noch besser findet. Das ist doch das schönste Kompliment, was man hören kann eigentlich, oder? Ja, aber wenn du dann halt irgendwie 2 Stunden an einem Make-up saßt und er guckt, oder sagt so, du siehst aus wie ein Papagei. Okay, danke für nichts. Aber ich glaube, das wird höchstens etwas schönes Nude-mäßiges. Oder das, was ich jetzt habe. Also nichts Spannendes. Ich lasse mich doch auf keinen Fall von jemand anderem schminken. Da, dir vertraue ich nicht bei meiner Hochzeit. Niemals. Dann versaut die von was. Ich bin noch so gestresst an dem Tag. Nee, würde ich auch niemals machen. Ich habe einmal den Fehler gemacht, Freunde. Jetzt kann ich es euch sagen, ist lang genug her. Erinnert ihr euch an mein Kampagnenvideo zu meiner ersten Highlighter-Palette? Da wurde ich ja auch geschminkt von jemandem. Schaut euch das Video nochmal an. Na? Ja, jetzt bin ich neugierig. Bist du schon fertig? Ich bin schon fertig. Ich brauche nur noch ein bisschen Setting Spray. Und du bist nämlich noch fleißig dabei. Genau, also das würde ich nie wieder machen lassen. Auch andere Leute schminken. Ne? Außer dich habe ich jetzt geschminkt. Schaut da vorbei. Es war nämlich wild. Aber
auch zu einem wichtigen Tag würde ich die Verantwortung niemals übernehmen wollen. Nein, das stimmt. Was findest du an Özlem am besten? Give it to me. Ich glaube, dieses Digga. Echt? Also ich glaube... Ja, so dieses... Ich meine, ich komme aus Berlin, ne? Mhm. Und du halt nicht. Und ich Landei. Ja, und ich kenne aber diese... Auch so, wie du redest und so, das ist für mich so normal, dass ich das so cool finde. Weil alles, was ich sonst bei YouTube höre, ist immer sehr... Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute deklinieren wir die neue Konjugation von irgendwas. Und du so, ist scheiße. Und das finde ich so cool, weil das kenne ich nicht. Und du bist halt einfach so unverstellt. Mhm. Du bist halt... Wir haben ja jetzt schon den ganzen Tag miteinander verbracht. Das ist halt genau dasselbe. Wie du redest, wie du über Sachen denkst, hast du selten. Und vorne, ne, der Tee ist hot. Willkommen auf der Glow 2022. Die Leute sind komisch. Das ist, ich war das erste Mal auf der Glow, ich wurde angeguckt, als wäre ich ein Haufen Scheiße. Die liefen alle rum und haben so getan, als würde Gold aus ihrem Arsch kommen. Furchtbar, richtig, oder? Und wenn ich angesprochen wurde, wie viele Follower, ach so, okay. Das ist so eine Sache, die kann ich nicht verstehen. Außer Julina Mann, die war da und die war richtig herzlich zu mir. Die war die ist auch eine herzliche. So, als würden wir uns unser Leben lang kennen. Sie sagt, komm her. Ich so, ja, Mann. Ja. Endlich jemand, der nett ist. Ja, das ist, aber das, also du, ein paar Leute gibt es natürlich, aber es gibt natürlich auch immer Leute, die sind einfach... Ich glaube, es sind aber auch ein bisschen die Erfahrungswerte. Ne? Wenn ich jetzt nur vor der Kamera wäre, Digga, was geht, Digga, ist jetzt auch nicht dein Film, ne? Muss man natürlich auch sagen. Aber du hast halt auch, abgesehen davon, hast du halt auch Ahnung von dem, was du erzählst. Ne? Also neulich wollte ich mir zum Beispiel Liquid Lipstick kaufen und dann kam zufällig dieses Video, wo du zu jeder einzelnen Farbe was gesagt hast. Und da dachte ich, voll cool, die Farbe fand ich eigentlich ganz schön, aber wenn du sagst, ist doof, dann... Ja, muss man echt mal teilweise aufpassen. Ne? Dann kaufe ich die nicht. Das ist schön, dass du mir da auch so vertraust. Ja, und das braucht man ja auch. Also auch ich konsumiere ja YouTube und ich teste ja auch nicht alles. Mhm. Na, und wenn ich dann aber ein Interesse an etwas habe und ich jemanden habe, der das versteht, warum nicht? Habt ihr euch verlobt oder habt ihr schon geheiratet? Der Ring sieht aus wie ein Ehering. Es gab da neulich ein Video bei Danny auf dem Kanal. Geht gucken, wenn ihr so neugierig seid. Also. Mir ist mir auch schon aufgefallen. Hast du noch es schon? Gibt viele Wege, die nach Rom führen. Ja. Hat so gar keinen Zusammenhang jetzt damit, aber... Es gibt Rätsel, es muss spannend bleiben. Ja, nee, es gibt halt wirklich dazu gerade ein Video. Ich weiß noch nicht, doch, das müsste eigentlich schon online sein. Da kriegt ihr die Antwort. Wie so ich bin nicht verheiratet. Wie so eine Schnitzeljagd jetzt, weißt du? Ja. Und dann sagt er so, geht auf das Video, guck mal auf dem Foto und so. Irgendwann findet ihr es raus. Und am Ende von der Schnitzeljagd so ein Mittelfinger. So. Abgesehen davon kann man sich ja auch selber mal Schmuck schenken, oder? Ja. Also, man kauft sich ja auch ein T-Shirt. Dann kann man sich ja auch mal... Und es macht die ganze Sache ja hier auch spannender, sonst hätte ja niemand nachgefragt, ne? Gab es Momente, in denen du dich verstellen musstest, zum Beispiel aus Angst? Ich würde es jetzt einfach mal auf deinen Job beziehen und nicht auf das Private, weil mit 14 hat man sich mal ein bisschen verstellt oder so, weißt du? Ja, es gibt ein Video, was ich hochgeladen habe, aber niemals auf öffentlich gestellt habe, wo ich... Krass, weil du hast es gedreht und bearbeitet. Und hochgeladen und Infobox, es ist alles fertig, es hätte auch an dem Tag gleich online gehen sollen, weil so viel Wut in mir war und so viel Enttäuschung und ich habe ganz, ganz viele Marken, ganz, ganz viele Personen exposed mit Fakten und Beweisen und von meiner Seite zumindest und Dinge erklärt, warum ich Sachen nicht mehr mache, die ich mal gemacht habe. Ich hatte das Gefühl, dass es richtig wäre, dass zu teilen. Aber ich habe dann mit Danny drüber gesprochen und er meinte, es hat niemand was davon, von diesem Video. Also das Video hatte keinen Mehrwert für andere, außer für mich selber, dass ich den Frust loswerde gegenüber die Marken und die Personen. Und das Thema ist nicht totgeschwiegen. Aktuell arbeite ich an einem sehr, sehr großen Exposing-Video, wo ich viele Sachen expose, die dieses Jahr schiefgegangen sind. Produkte, die fertig hier rumliegen, die niemals rauskommen werden von Dingen und
einfach weil ich das Gefühl habe, dass mir sonst die Möglichkeit genommen wird, für mich selbst zu sprechen. Ich habe Angst, dass jemand anderes für mich spricht und Sachen exposed. Deswegen expose ich es. Ich bin richtig gespannt. Ich habe alles schon bereit. Ich habe die Produkte hier. Es wird alles nach und nach. 4 Produkte sind es insgesamt, die exposed werden, bevor sie von anderen exposed werden. Da bin ich gespannt drauf. Freunde, ich glaube, das war der abschließende Brüller. Ich habe mich riesig gefreut, dass du da warst. Mega toll, echt. Und wir werden uns jetzt noch einen schönen Nachmittag machen. Ihr Lieben, geht gerne mal einmal zu ihr rüber und schaut vorbei, denn da war ein ziemlich wildes Drama. Also es gab viele Punkte, wo man denkt, wie hat er es geschafft, überhaupt 10 Abonnenten zu kriegen mit dem, was er schminkt. Aber es war ganz, ganz toll und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei wart. Ich bedanke mich bei dir. Knutschis an deine Community. Dankeschön, tschüss.